Einen wunderbaren guten Morgen, 12. April, und wir starten mit einer Lichtmeditation. Wenn du nicht gerade mit dem Auto unterwegs bist oder in einer überfüllten Straßenbahn, kannst du jetzt für dich entscheiden, ob du die Augen schließen kannst, möchtest. Denn diese Lichtmeditation ist etwas, das dir nun die Möglichkeit gibt, dich auf die nächste Session, auf das nächste Programm, auf die nächste Öffnungsphase einzulassen. Wenn du jetzt für dich in diesem Moment die Augen nicht schließen kannst, dann schalte besser dieses Video noch einmal aus und hör es dir dann an, wenn du die Zeit hast, für dich lichtvoll eingesprochen zu werden. Wenn du aber jetzt Zeit hast, die Augen zu schließen, bitte ich dich nun, dass du deinen Mittelfinger und deinen Daumen links wie rechts zusammenhältst. Dann legst du beide Hände geöffnet nach oben auf deine Oberschenkel und schließt deine Augen. Hier spricht Metatron. Das oberste Licht, das dich nun begleiten soll. Mit der violetten Flamme durchfließen dich nun Heilströme. Und sobald du mit der Stimme Margits ganz verbunden bist, beginnt diese Heilsession für dich einfließen zu dürfen. Atme nun 10-mal in der Verbindung mit Margits Stimme ein und aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal einatmen, ausatmen. Nun legst du deine rechte Hand auf dein Herz. Die linke Hand bleibt immer noch in dieser Verbindung von Mittelfinger und Daumen. Die rechte Hand legt sich direkt auf dein Herz. Du gehst nun in die Verbindung Metatrons und bekommst hier eine Löschung sämtlicher negativen Ströme. Lass es einfach nur zu. Was immer dich in den letzten Tagen oder Wochen gequält hat, löscht die Stimme Margits in der Verbindung Metatron. Du darfst loslassen, indem deine Hand auf deinem Herzen liegt und du nichts anderes zu tun hast, als gelöscht zu werden, gelöscht sämtlicher negativer Stimulationen. Es sind sehr viele Lichtschiffe in eurer eigenen kosmopolitischen Sphäre, bedeutet ober dem Himmelszelt, für euch augenblicklich nicht sichtbar, aber es fließen sehr viele Lichteinheiten über die Erdatmosphäre zu euch. Dieses benötigt ihr, um den Aufstieg zu bewegen. Und dabei wird der Körper leichter und lässt los. Es freut uns, dass ihr so vielzählig euch geöffnet habt und dass ihr bereit seid, diese Lichtflutationen mit ganzem Herzen zu bejahen. Immer noch aber gibt es ganz viele Menschen, die sich ängstigen, der sogenannten
Corona, Pandemie. Aber es ist Zeit, euch eines zu sagen. Es ist die Vergiftung aus Mutter Erde, die sich durch die Pandemie hervorgeholt hat, geläutert wurde und die Strömungen des Lichtes von euren Lichtgeschwistern unterstützen euch dabei. Ihr braucht euch keinerlei Sorgen zu machen, aber wir helfen euch, den Körper, die Meridiane des Körpers zu durchlichten, damit es leichter auch für euren Verstand werden darf. Plötzliche Helligkeit ist für euch unmöglich zu ertragen und so wird dieses in wenigen Schritten euch beigebracht und so wie es dieser Monat April der Lichtströmungen sei, wir kräftig aufgewirbelt, Emotionalitäten und ganz viel Aufwand der alten, verschlossenen Geschichten, die jetzt hervorkommen müssten und euch seelisch sehr belasten. Wir werden hier helfen, über den Lichtkanal euch zu unterstützen. Metatron ist die Stimme, der Wegweiser, das Ziel und es ist aber auch genauso das hilarionische Werk, das euch hier verbindet. Wir geben nun das Zeichen, die Signatur über das Hologramm deines Körpers einschreiben zu dürfen, dass du alles loslässt, was dich festgehalten hat, was dich geengt oder verkrampft hat. Licht soll nun durch deinen Beckenkanal fließen, wo Licht benötigt wird. Bleib in dieser Haltung, wie du es beschrieben bekommen hast. Und nun schreibt die Leichtigkeit von Hilarion die nächsten Worte bei dir ein. Mensch, es muss fließen. Es muss fließen, was du bisher nicht in den Fluss deines Lebens bringen konntest. Es soll dir geholfen werden, indem du die Mutter, den Vater, das Kind in deinem Dreieck begreifen kannst. Dass du genauso die Handlung setzt, die für dich rechtmäßig des neuen Lebens passt, damit du leichten Schritte machen kannst, weil du vertrauen darfst in das Gefühl, in die mütterliche Verbindung, weil du gestärkt im eigenen Vertrauen, in der eigenen Sicherheit bist. Verzage nicht, wenn Tage wie gestern dich hoch einschwingen und du Altes loslassen musst. Verzage niemals und habe immer das Bedürfnis, mit uns, der Lichtstimme, verbunden zu sein. Vertraue intuitiv dem höchsten Lehrmeister, dessen Zeit nun baldigst in eurer Erdatmosphäre ankommt. Es ist dieses Jesuszeichen, das wiederkehrt, das nichts mit eurem religiösen Glauben zu tun hat. Es ist das Hologramm der Lösung. Es ist das Hologramm der Einheit. Es ist das Hologramm der Bewusstseinserweiterung des Menschen selbst. Ihr werdet lernen, euch neu zu begegnen. Ihr werdet lernen, seine Stimme als deine Stimme zu verbinden. Du weißt um höchste Führung und weißt in jedem Moment des Loslassens, des Schwangerwerdens der einheitlichen Signatur des höchsten Bewusstseinsschrittes. Ihr alle seid auf dieser Erde inkarniert, um genau dieses zu lernen. Ihr bekommt das Joshua-Schwert in eure Hände, wenn es soweit ist. Und die Begleiterin Maria Magdalena ist die Vorbotin der neuen Zeit. Ihr werdet begreifen, um was es sich hier handelt. Es geht nicht um die religiöse Form, die ihr beigebracht bekommen habt. Es geht um einen direkten Draht nach oben. Es geht um eine Zustimmung, ins neue Tal der neuen Lebensführung eingehen zu dürfen. Den Nullpunkt habt ihr beendet, aber das Aufsteigen geht noch ganz lange. Ihr werdet lernen, mit diesen Lichtführungen umzugehen und ihr werdet lernen, euch an uns zu gewöhnen. Wir sind Licht und Licht kommt euch näher und näher. Und so werdet ihr mit diesem Licht beschallt, bis ihr nichts anderes könnt, als euch zu dem aufzumachen, was die Seele vorbesprochen hat. Ihr werdet die Größe der Mutation des neuen Menschen erleben. Ihr seid zur richtigen Zeit auf dieser Erde inkarniert, um diesen Aufstieg bewusst zu erleben. Freut euch über all das, was euch noch beschrieben wird. Es wird heller, staunender, größer, willkommener und ja, auch die Freude kommt zurück.
So viele fragen uns, wann hört diese Pandemie, das Wort Corona bekam, auf? Und wir sagen dir, es muss gar nicht aufhören, weil es sich von selbst erledigt. Es wird einfach zurückgezogen, sobald die Herdenimmunität erreicht ist. Ihr glaubt es nicht, aber es ist geschrieben und durch dieses geschriebene Gesetz wird sich einiges in eurem Leben verändern. Hört auf, verrückte Geschichten euch zuzumuten, wo geschrieben wird, dass ihr daran sterbt oder dass euch schwerwiegende Folgeschäden bescheren. Es wird niemals, niemals zu diesem Zweck informiert. Hört auf, Menschen, so wie es Margit nun tun darf, euch dieses über die Herdenimmunität weiterzugeben, anzuklagen, denn auch dieses ist nicht das Werk, wissen wir, durch sie zu euch sprechen. Ihr werdet Lösungen finden und wenn ihr eurem eigenen Gefühl, eurer eigenen Intuition, der Herzensstimme folgt, dann weiß jeder, was seinen Job, was seine Aufgabe, was sein Licht bedeutet. Groß wird es dann im August. Groß wird die Zeit, wo du erkennen wirst, wie golden du ummantelt wurdest. Der April ist noch der Herrscher der Ängste. Und somit besänftigen wir alles, was du mitgebracht hast, weswegen du bekämpft wurdest, weswegen du nie das Licht sein durftest, das du aber erhellen darfst. Sei Licht. Und nun wird wieder Metatron mit seiner violetten Flamme über dir archivieren. Wir haben nun deinen Lichtkanal gestärkt und es wird nun das Schwert, das du des Kampfes in dir getragen hast, aus deiner Wirbelsäule entnommen. Es ist keine Hauruck-Aktion, es wird über den Tag dir leichter. Freude und Gelassenheit, Balance. Und nun die Suggestion dieses heutigen Erhellungstags. Leichtigkeit, Freude, Ankommen. Ich erhelle mich in Freude und Leichtigkeit. Danke dem Menschen, ich sprach Metatron, Hilarion und der Jesuit, der hier noch nicht namentlich erwähnt werden darf. Danke, dass du dabei bist. So darfst du deine Hand wieder von deinem Herzen lösen, darfst genauso die linke Hand wieder öffnen. Darfst wieder ganz bei deinem Körper ankommen. Vielleicht trinkst du ein Glas warmes Wasser, damit es dir ganz wieder bewusst in deiner eigenen Schwingung wird und du wirst spüren, dein Tag ist hell und grenzenlos. Danke, dass du dabei warst.